Hallo, hier ist Konstanze von konibär.de. Ich habe heute eine neue 5-Minuten-Idee für euch. Wir basteln heute sogenannte Sour Cream Container, süße kleine Verpackungen, die schnell gemacht sind und die ein Designpapier so richtig in Szene setzen. Und da habe ich mir mein derzeitiges Lieblingspapier genommen, nämlich die Tintenkunst von Stampin' Up. Das ist im neuen Katalog gekommen und absolut toll. Die Seite, die wir außen haben wollen, in meinem Fall das hier mit den schönen Goldglitzer, lege ich nach unten. Und mache auf der Rückseite mir Klebeband und zwar einmal über die lange Seite komplett rüber, am Rand entlang. Und dann nochmal über die kurze Seite. Mal den Schutz abziehen an beiden Teilen direkt. Na, jetzt Puffer-Effekt geht doch nicht so schnell doch. Und jetzt müsst ihr aus dem Ganzen eine Rolle machen. Ihr könnt das auch ein bisschen zusammendrücken, damit ihr es besser sehen könnt. Legt es oben schön gerade ran. Und unten ebenso. Und dann habt ihr eine Rolle. Und da an der oberen Seite in meinem Fall habe ich jetzt das Klebeband noch und schiebe mir meine Naht ein bisschen an die Seite, dass es nicht mittig oder ganz am Rand ist. Geht jetzt hier halt lang und drücke das Ganze einmal zusammen. Drehe das dann ja um 180 Grad und drücke das Ganze so zusammen. Das wäre schon unser Container. Wir könnten jetzt hier einmal einen Klebestreifen reinmachen. Ich habe mich entschlossen, einfach mit einem kleinen Lochwerkzeug ein Loch reinzumachen und nehme mir dann ein Brett oder eine Spreizklammer. Ihr könnt das auch mit einem Faden oder einem schönen Band machen. Und damit ist das Ganze verschlossen, kann aber jederzeit wieder geöffnet werden. An sich ist unser Container jetzt schon fertig, aber wir haben natürlich auch immer einen kleinen Gruß da gerne drauf. Ich habe mir dann aus den ovalen Grüßen den kleinen Gruß kleines Mitbringsel ausgesucht. Den stempel ich jetzt farblich passend in Tannengrün einmal ab und nehme mir dann meine ovale Stanze und habe dann meinen Gruß. Und um das Ganze dann auch noch schön farblich passend zu unterlegen, Farbkarton in Papaya, was super genau die Farbe im Designpapier ist. Einmal das Gewellte. Das ist ja der Vorteil bei Stampin' Up, dass farblich immer alles super aufeinander abgestimmt ist und auch die Stempel super koordinieren mit den Stanzen. Das macht das Basteln so viel einfacher. Der Gruß ist drauf. Wer mag, kann jetzt in die Ecke noch ein Glitzersteinchen oder eine kleine Blüte oder sowas setzen. Da sind der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Hinten Dimensionals drauf und zack. Ich nehme jetzt tatsächlich noch mal die schönen Glitzersteinchen und mache die da noch mal drauf. Ein da, muss ja nicht immer dasselbe machen. Und das ist es dann auch schon. Wie ihr seht, geht ganz schnell.
Ist einfach gemacht und ich hoffe, die Idee gefällt euch. Einige kennen oder viele kennen die bestimmt schon, aber es ist immer mal wieder nett, daran erinnert zu werden. Und ich hatte noch kein Video dazu gemacht und ich freue mich, wenn euch die Idee gefällt, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, auch gerne meinen Kanal abonniert. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und das nächste Video kommt schon diese Woche. So viel verrate ich euch. Bis dann. Tschüss.